Tagesordnungspunkt 52, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und so weiter. Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-8498 zu 20-8398. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die Linke und die FDP. Wer enthält sich? Die SPD. Dann ist die Beschlussempfehlung so beschlossen mit Mehrheit. 53, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und so weiter, Überwachung der Lebensmittelsicherheit, Drucksache 20-8499 zu 20-8452. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die SPD, die FDP, die Fraktion Die Linke. Enthält sich jemand? Die AfD. Dann ist das mit diesen Mehrheitsverhältnissen beschlossen. 54, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, dringlicher Antrag Fraktion Die Linke, Lebensmittelüberwachung und so weiter. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die Linke. Wer enthält sich? Die SPD. Dann mit dieser Mehrheit so beschlossen. 55. Beschlussempfehlung, Bericht, Sozial-Integrationspolitischer Ausschuss, Antrag Fraktion Die Linke, Pflege geht uns alle an. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die Linke. Wer enthält sich? SPD-Fraktion so beschlossen. 56, Beschlussempfehlung, Sozial-Integrationspolitischer Ausschuss, Fraktion Die Linke, sozialen Erziehungsdienst zu stärken. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP. Wer ist dagegen? Kollege Kahnt. Der Kollege Kahnt war mit bei den Zustimmungen. Jawohl. Wer ist dagegen? Die SPD und die Linke. Dann so beschlossen. 64, Beschlussempfehlungsbericht, Haushaltsausschuss, Schlussbilanz des Hessischen Rechnungshofs, Drucksache 20-8546. Wer stimmt zu? CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, AfD, Die Linke, Kollege Kahnt, alle einstimmig. Dann ist das so beschlossen. Gibt es da keine Gegenstimme? 65, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, Antrag Dr. Daniela Sommer, SPD, weitere Kollegen, Hochschulgipfel. Wer stimmt zu? SPD? Nicht? Gut. Dann die CDU, CDU, Bündnis 90, die Grünen, die AfD und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Ich habe es doch gesehen, Günther. SPD, Die Linke und die FDP. Dann mit dieser Mehrheit so beschlossen. Ja, ihr müsst auch mitzuhören, das ist wichtig. 66, Beschlussempfehlung, Bericht, Wissenschaft und Kunst, dringlicher Antrag Fraktion Die Linke, Erpressungsversuch von Asklepios und so weiter. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, AfD. Wer ist dagegen? Der Kollege Kahnt hat zugestimmt, jawohl. Die SPD und Die Linke, dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 67. Schlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, dringlicher Entschließungsantrag, CDU, Bündnis 90, die Grünen, Agieren des Rhön-Vorstands und so weiter. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, Grünen, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die AfD und Die Linke. Wer enthält sich? Die SPD und die FDP, dann mit dieser Mehrheit beschlossen. So, das wären die ganzen Beschlussempfehlungen.